Frisch auf, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr werdet garantiert im Videotitel gelesen haben. Jetzt wird natürlich gerade die Ampel grün. Ich bin auf dem Weg nach Stuttgart zum Mammutmarsch. Und zwar nicht nur irgendeinem Mammutmarsch, sondern dem letzten. Für mich definitiv in diesem Jahr. Der letzte, der noch kommt, ist der Mammutmarsch Berlin. Das schaffe ich aus zeitlichen Gründen leider nicht. Deswegen kommt der Mammutmarsch Stuttgart hier wie gerufen. Da fahre ich jetzt hin, nehme euch ein bisschen mit, zeige euch ein bisschen, was so auf dem Weg dahin passiert. Das Hotel, das Abendessen, whatever, keine Ahnung, lasst euch mal überraschen. Also wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Mammutmarsch Stuttgart Vlog und schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen im Siebengebirge, immer noch auf der A3, 71,1 Kilometer jetzt gefahren. Die ersten zwei Staus schon hinter mir. Ich denke, jetzt wird es bis Frankfurt erstmal problemlos weitergehen. 319 Kilometer noch, avisierte Ankunftsuhrzeit um 21.24 Uhr. Wollen wir mal schauen, wenn jetzt kein großartiger Stau mehr dazwischen kommt. Sollte das eigentlich klappen? Wollte mir eigentlich auch von zu Hause schon noch Cola und ein bisschen Kaffee und sowas mitgenommen haben. Habe ich alles vergessen. Habe ich alles zu Hause eingekauft. Alles im Kühlschrank. Alles vergessen. Naja, egal. Aber auf den bereits gefahrenen 72 Kilometern habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht und so ein bisschen zurücksinniert und habe festgestellt, dass jedes Mal, wenn ich mit einem Mietwagen unterwegs war, auf einem Marsch oder auf einem Wanderwochenende, dann ging es immer Richtung Süden und nicht nur Richtung Süden einfach, sondern konkret gesagt eigentlich immer nur nach Baden-Württemberg. Baden-Württemberg, so. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder ob das welche Gründe auch immer hat, keine Ahnung. Ja, ich meine, ich wähle das natürlich aus. Das mit dem Mammutmarsch jetzt in Stuttgart und in Heidelberg. Das ist nun mal so, die sind halt bei den Baden-Württemberg. Aber ich war ja auch einmal ein Wochenende im Schwarzwald, auch Baden-Württemberg. Und habe an alle diese Wochenenden eine sehr, sehr tolle Erinnerung. Und ich bin mal gespannt. Stuttgart bin ich auch vor vielen, vielen Jahren nur über die Autobahn durchgefahren. Ganz bekannt ist ja, glaube ich, diese Werbung von Bosch. Müsste eigentlich Bosch sein. Ich bin mal gespannt, ob wir das zu späterer Zeit noch sehen werden. Die Sonne kommt jetzt tatsächlich mittlerweile auch wieder raus. Und für morgen ist tatsächlich auch Sonnenschein angesagt. Kein Regen, aber soll wohl ein bisschen windig werden. Deswegen, ich habe einen Regenschirm dabei. Ich habe im Zweifel meine Regenjacke dabei. Das werde ich morgen früh kurzfristig entscheiden. Seid ihr ja auch mit dabei. Und jetzt würde ich sagen, geht es erstmal weiter auf die noch zu verbleibenden 315 Kilometer. Herzlich willkommen in Rheinland-Pfalz. Und ich habe jetzt gedacht, ich nutze jetzt einfach mal die Chance und halt hier an der nächstmöglichen Raststätte an und hole mir zumindest mal eine Dose Cola oder ähnliches. Ey, aber ganz ehrlich, diese Dose Cola kostet 3,69 Euro. 3,69 Euro. Der Sprit ist im Übrigen übelst teuer. Also in Solingen bezahlt man für einen Liter Super aktuell, also 1,77, 1,79. Hier waren es, glaube ich, beim Vorbeifahren 2,30 Euro. Klar ist natürlich auch Tankstelle und so weiter oder Autohof oder whatever. Ey, aber du kriegst eine Dose Cola für 99 Cent. Und die wollen hier 3,69 Euro haben. Ey, da verzichte ich, ne? Da, keine Ahnung, fahre ich jetzt weiter, bis ich da irgendwo in Stuttgart bin und suche mir da irgendwo noch ein, was weiß ich, Edeka oder was auch immer. Ey. Ja, auf jeden Fall geht's jetzt hier munter und heiter weiter, erstmal auf der A3 Richtung Frankfurt. Auf Wiedersehen in Rheinland-Pfalz. Und herzlich willkommen in Hessen.
hinter Wiesbaden auf der A67, 180 Kilometer noch. Sorry, dass mein Gesicht so ein bisschen rot ist, aber das liegt an dem nicht optimalen Weißabgleich. Vielleicht kann ich da in der Videobearbeitung im Nachhinein noch was einstellen, keine Ahnung. Stau war jetzt großartig, glücklicherweise nicht mehr. Also es geht ja weiter flott voran. Wir sind jetzt hier in Groß-Gerau und ich denke, es wird jetzt noch eine ganze Zeit lang auf der A67 entlang gehen. Ich halte mal eben die Kamera fest, bevor die wieder umfällt. Ja, also mehr gibt es aktuell tatsächlich nicht zu vermelden, außer, dass ich glaube, dass der Weißabgleich durch das Runterfallen sich doch eingependelt hat. Schauen wir mal, werde ich in der Videobearbeitung, Videoschnitt sehen. Und so geht es weiter auf die noch zu verbleibenden 178 Kilometer. Bevor ich mich gleich zu Tode hungere, bin ich jetzt von der Autobahn abgefahren. Moment, ich habe doch irgendwo auch den Kassenbon, dann kann ich euch auch sagen, wo ich hier jetzt gerade bin. Wenn ich den Kassenbon hier finden sollte, Moment. Ah ja, hier. So, ich bin in Gernsheim beim Rewe gewesen, keine Werbung an dieser Stelle. Und habe jetzt meine Cola bekommen für einen Bruchteil des Preises, den ich an der Tankstelle da auf dem Autohof bezahlt hätte. Zwei Flaschen habe ich. Und ich habe mir auch ein kleines Abendbrot hier organisiert. Kartoffelbrot mit Goudascheiben und Mühlenfrikadellen. Da freue ich mich jetzt auf jeden Fall drauf. Da werde ich mir jetzt das ein oder andere reinpfeifen. Und dann geht's auf die letzten, ja, etwa 150 Kilometer. 20 nach 8 haben wir jetzt. Ja gut, selbst wenn ich um 10 Uhr da bin, ist mir das auch wurscht. Dann habe ich ja jetzt schon was gegessen und wenn ich noch Hunger habe, dann kann ich mir hier noch ein paar Frikadellchen reinhauen. Und für morgen früh habe ich auch noch so Latte Espresso. Auch wenn ich da auf dem Hotelzimmer wahrscheinlich keinen Kühlschrank haben werde. Aber Frühstück gibt es ja ab 7 Uhr. Das heißt für mich morgen früh kurz vor 7 rein, Kaffee machen, zwei belegte Brötchen machen und dann auf geht's zum Start. Das sind etwa 2,5 Kilometer bis dahin. Ja, das machen wir alles quasi mehr oder weniger im Laufschritt. Das wird schon eine richtig geile Nummer werden. Ich habe richtig Bock auf die 60 Kilometer morgen. Aber ich will jetzt hier nicht lang schnacken. Ich werde mir jetzt eben schnell was reinhauen. Und dann geht's weiter auf die Autobahn. Herzlich willkommen im Motel One in Stuttgart, Feuerbach. Und 15 Euro für 24 Stunden zu parken ist natürlich übelst happig. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt auch keine Lust gehabt, hier noch kreuz und quer durch die Gegend zu gurken und irgendwelche Parkplätze zu suchen. Jetzt werde ich hier meine 7 Sachen schnappen, oben erstmal einchecken und dann melde ich mich gleich oben nochmal im Hotelzimmer wieder. Ich bin eingecheckt, Zimmer 212. Wollen wir mal schauen, das funktioniert schon mal. Einmal die Karte hier rein. So, Licht ist schon mal an. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie festdingsen kann hier. Wahrscheinlich nicht. Deswegen muss ich jetzt mal eben kurz ratzfatz meine Rucksäcke nehmen hier. So. Und der zweite. So, herzlich willkommen im Motel One. Da geht direkt der Fernseher an. Ich weiß, ob keine Ahnung, wie der ausgeht. Da vorne ist die Fernbedienung. So, erstmal aus hier. Fernsehen brauchen wir nicht. Ja, klassisches Motel One. Wer schon mal im Motel One gewesen ist, der wird wissen, was es hier gibt und was es hier eben nicht gibt. Ist sehr minimalistisch, aber du weißt halt, was du bekommst und Ausblick nach draußen direkt auf Audi, glaube ich sogar. War hier irgendwo Audi. Ja. Traffic ohne Ende. Und ich hatte ja gesagt, ich habe in der Tiefgarage geparkt. Boah, wie dicht diese Fenster schließen. Wahnsinn, ne?
Hörst du fast gar nichts. Komplette Lautstärke hier. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, fetten Fernseher. Jetzt gehe ich gleich nochmal runter, denn du kriegst als Gast eine Wasserflasche for free. Ja, Dusche. Mit Föhn vor allen Dingen. Das ist immer ganz wichtig für mich. Nicht nur für meine Haare, sondern auch für meinen Bart. Weil ohne Föhn ist das ein bisschen schwierig. Aber ja, anderes leidiges Thema. Ich werde mich hier eben einrichten. Dann werde ich mir eben die Wasserflasche holen. Ja, und dann schauen wir mal. Dann wird es, denke ich, zeitig auch schon ins Bett gehen. Denn morgen um 6 Uhr klingelt der Wecker. 7 Uhr gibt es Frühstück. Oder wegen mir auch 6.30 Uhr klingelt der Wecker. Das sollte eigentlich reichen. Dann werde ich wahrscheinlich, ja, wir haben jetzt 10, dann werde ich morgen Abend das Auto aus dem Parkhaus fahren, die 15 Euro bezahlen und dann mal gucken, ob ich mich hier irgendwo anders hinstelle, weil dann für, also überlegen, 8, für 10 Stunden nochmal 15 Euro bezahlen, das sehe ich irgendwie nicht, wobei die 15 Euro der Tageshöchstpreis ist. Ich rede mich um Kopf und Kragen. Ich packe jetzt erstmal aus und melde mich gleich nochmal. Frisch geduscht, kann ich euch sagen, geht es einem schon deutlich besser. Ich war eben ja, wie ich angekündigt hatte, noch unten an der Bar und habe die Wasserflasche noch geholt. Kleines Willkommensgeschenk des Motel One. Werde ich mir vielleicht noch den einen oder anderen Schluck gleich gönnen. Habe auch schon ein bisschen aufgeräumt oder vorbereitet für morgen. Ganz speziell Bekleidung und so weiter. Schuhe, eventuell noch ein etwas dickerer Pulli. Das werde ich aber morgen früh kurzfristig entscheiden. Habe hier auf der anderen Seite noch ein bisschen den Rucksack und Elektronik und so weiter. Und ich habe auch 2 Wasserflaschen von zu Hause mitgebracht für das Trinksystem. Weil mir natürlich irgendwie klar war, ich komme mal so spät erst hier an und habe nicht großartig viel Zeit, noch irgendwo was aufzufüllen. Klar hätte ich jetzt eben beim Rewe in Bernsheim oder wo das war, Wasserflaschen kaufen können. Aber so war ich in dem Fall so oder so auf der sicheren Seite. Da konnte also auf jeden Fall nichts passieren. Ja, ein bisschen Kamera laden muss ich jetzt über Nacht noch. Und also viel mehr gibt es auch tatsächlich nicht zu sagen. Außer vielleicht eine Sache noch. Das Frühstück beginnt ja morgen früh um 7 Uhr. Das heißt, ich werde um kurz vor 7 da unten aufschlagen, mir Brötchen machen und mir versuchen, einen Kaffee zu machen und den nach Möglichkeit mitzunehmen, um wirklich dann direkt durchstarten zu können zum Startpunkt des Mammutmarsch Stuttgart. Die Dame an der Rezeption, die habe ich gefragt, ob sowas möglich ist, to go etc. Das geht allerdings oder sind nur sehr eingeschränkt aufgrund von Umweltschutzmaßnahmen noch. Die haben eine kleine Menge Restbestände an To-Go-Bechern, so hat sie es ungefähr gesagt. Und wenn nicht, dann habe ich vielleicht Glück und finde ja auf dem Weg zum Startpunkt noch eine Bäckerei, dann hole ich mir da noch irgendwie einen Kaffee. Aber ich habe hier auch noch eine stille kleine Reserve mir ja bei Rewe gekauft. Diese Latte Espresso in meinem persönlich konzipierten Kühlschrank. Blende ich jetzt mal eine Szene ein, denn ich hatte ja gesagt, hier in dem Hotelzimmer gibt es halt keinen Kühlschrank. Es gibt zwar ein Safe da unten, es gibt diverse Beleuchtungen und so weiter. Steckdosen. Hier kann man auch nochmal Beleuchtung anmachen. Nee, kann man Beleuchtung ausmachen. Aber keinen Kühlschrank. Aber wie gesagt, ich habe euch ja gerade die Szene eingeblendet. Ich denke, das wird kalt genug sein und da wird auch nichts verrutschen. Und somit bleibt mir jetzt zu sagen, ich schmeiße mich jetzt hier gleich in die Falle, versuche den Fernseher auszulassen, einfach um schlafen zu können. Und dann würde ich sagen, ich schmeiße mich jetzt hier ins Bett und dann melde ich mich morgen früh nochmal. Gute Nacht! Ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen. 6.19 Uhr haben wir jetzt. Die Nacht ist quasi rum. Ich war um 4.30 Uhr schon mal wach und habe mir gedacht, ey, willst du dich nicht schon mal anziehen? Ich war halt wach irgendwie, aber dann habe ich ein bisschen den Fernseher geguckt. Dann habe ich ein bisschen die Augen zugemacht. Dann habe ich bis kurz nach 6 glücklicherweise noch geschlafen. Mein Kaffee hole ich jetzt mal. Der dürfte ganz frisch und kühl sein. Das freut mich auf jeden Fall. Runtergefallen sind sie auf jeden Fall nicht. Ist auch schon mal viel wert. Ja, die Lautstärke draußen, ey, auch in der Nacht. Da fahren so viele Autos vorbei. Wahnsinn. Da fahren ja auch die ganze Nacht die LKWs durch und so weiter, ey. Kannst ja, also, ich schlafe sehr gerne mit offenem Fenster. Aber hier ist es nicht sehr angenehm. Prost!
Sehr gut. Angenehm gekühlt. Ja, packe ich meine 7 Sachen hier zusammen. Dann geht's, wie gesagt, um kurz vor 7 runter. Kaffee machen. Brötchen, 1 oder 2, wollen wir schauen. Und ja, dann geht's im Prinzip auch schon zum Startpunkt des Hamburg-Marsch. So. Ja, die Sachen sind gepackt. Wir haben jetzt 6.37 Uhr. Gehe jetzt gleich noch Zähne putzen, auf Toilette nochmal. Das ist im Prinzip alles das, was mitkommt noch hier. Ne? Autoschlüssel, Portemonnaie, den kleinen Standfuß hier. Den großen möchte ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Die dünne Jacke nehme ich mit. Diese Fleece-Jacke oder dieses Fleece-Oberteil, was ich euch gestern Abend gezeigt habe. Das ist mit im Rucksack drin. Nicht für jetzt. Ich denke, jetzt ist es noch ein bisschen frisch. Wir haben jetzt 13 Grad. Aber wenn man dann später im Ziel ist, dann habe ich halt nicht das Bedürfnis, direkt hier ins Hotel wieder zurück zu latschen, sondern ich bin mir sicher, dann ergibt sich auch das ein oder andere interessante Gespräch. Und ich muss für meine Kinder auch noch 2 Mammuts kaufen. Von daher habe ich neben den 60 Kilometern noch einen ganz anderen, wichtigen, familiären Auftrag bekommen. Wenn ich ohne diese Mammuts hier nach Hause fahre, dann kriege ich den Kopf abgerissen, so, sozusagen. ja, ich gehe jetzt mal auf Toilette, Zähne putzen und dann geht's runter zum Frühstück. Die U15 fällt hier gerade vor, zur Kuhbank. Kuhbank, interessant. Aber yes, also wir haben ja nicht mal 7 Uhr, wir haben samstags. Da ist so viel Verkehr draußen, das ist unglaublich. Jetzt wieder nicht, aber eben waren hier alle 3 Spuren voll mit LKWs, mit Autos und keine Ahnung. Also echt krass. Also ich weiß ich auch nicht. Also in der Woche kann ich das ja verstehen. Aber am Wochenende ist schon irgendwie komisch. Also für mich jetzt. Ne? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr ähnliche Fälle habt. Und vor allen Dingen, warum so viele Autos um die Uhrzeit samstags unterwegs sind. Vielleicht ist ja auch irgendeine Veranstaltung hier heute. Ne? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich mache mich jetzt hier weiter fertig. Ach genau, ich habe noch was vergessen zu zeigen. Brustbeutel oder Bauchdingensbums hier ist auch wieder mit dabei. Und dann gehen auf jeden Fall mal schöne Grüße raus an denjenigen, der mir diese wundervolle Smartphone-Hülle via Packstation hat zukommen lassen. Das ist eine richtig geile Nummer, ein richtig geiles, hochwertiges Smartphone-Case hier. Also vielen Dank an dieser Stelle nochmal an dich, mein Lieber. Und somit auch schöne Grüße nach Remscheid, denn da aus der Ecke kommt's her. Ich weiß nicht, ob ich irgendeinen Namen nennen soll, darf, wie auch immer, deswegen verzichte ich darauf. Aber ich bin mir sicher, derjenige wird sicher wissen, wer gemeint ist. Und so will ich jetzt hier nicht weiter um den heißen Brei rumlabern, sondern mache mich jetzt noch final fertig und dann geht's zum Frühstück. Nach einem etwas kleinen, stressigen Frühstück, was ich gerade in der Hand halte, belegtes Brötchen und ein Cappuccino, geht's jetzt zum Startpunkt des Mammutmarsch. Die Dame vom Motel One, die hat sich ein bisschen moniert, dass ich 3 Minuten zu früh da war. Weil sie noch nicht fertig war mit ihrem Buffetaufbau, ist auch vollkommen in Ordnung. Aber naja, ich meine ganz ehrlich, selbst am Wochenende, klar, gibt eine feste Uhrzeit, aber ja, weiß ich nicht. Also ich muss ja in meinem Job auch eine gewisse Flexibilität an den Tag bringen sozusagen. Es ging da im Prinzip auch nur noch um die Eier, um das mal so ganz platt zu sagen. Ich wollte auch da keinen Stress machen, habe ich auch nicht. Habe ich ihr auch gesagt, ich wollte ihr lediglich eine Frage stellen, ob es die Möglichkeit gibt, einen Becher zu bekommen, um den Kaffee mitzunehmen. Ja, ab 7 Uhr, tralala. Ja, nee, gut. Wissen wir jetzt auch Bescheid. Auf jeden Fall geht es jetzt Richtung Mammutmarsch Stuttgart Startpunkt. Und ich würde sagen, ich melde mich dann nochmal, ja, wenn der Marsch vorbei ist und ich auf dem Rückzug bin. Nach 60 Kilometern wieder zurück im Hotelzimmer. Gab es eben noch Maultaschen. Das heißt, das Abendessen kann ich mir auf jeden Fall auch sparen und muss da nicht nochmal extra los. Ich habe noch genug zu trinken da. Ich habe noch eine Cola da. Ich habe noch ein bisschen was zu snacken da. Von daher verhungern werde ich hier heute Abend nicht. Bin aber jetzt gerade erst zur Tür rein. Muss mich noch umziehen. Dann werde ich erstmal schön duschen gehen. Da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Gleich schön unter dieser Dusche zu stehen und mich da
sauber zu machen und das ganze Salz und den ganzen Schweiß und alles abzuwaschen, mir frische Sachen vor allen Dingen anzuziehen. Also alles in allem kann ich wirklich sagen, die Strecke des Mammutmarsch Stuttgart hat alle Ehre gemacht. Es waren 59,72 Kilometer mit, ich schätze mal, 1100 Höhenmetern, die es aber auch teilweise ordentlich in sich hatten. Also einige Anstiege, die waren da nicht ohne. Nicht nur, weil sie so steil waren, sondern weil die Wege teilweise doch ganz anspruchsvoll waren. Habt ihr gesehen, ja, wahrscheinlich im Video oder werdet ihr noch sehen. Lasst euch da auf jeden Fall mal überraschen. Und die zwei Mammuts, die habe ich auf jeden Fall auch gekauft für meine Kinder. Die haben auch die 60 Kilometer mitgemacht. Das heißt, ich darf morgen dann nachmittags oder je nachdem, wann ich zu Hause bin, meinen Kindern freudig die beiden Mammuts überreichen und auch die Informationen verbringen, überbringen, dass sie auch heute die 60 Kilometer mit mir mitgelaufen sind. Es war im Übrigen auch eine sehr, sehr gute Wahl, die jetzt zu kaufen. Denn, oder beziehungsweise heute Morgen oder heute Morgen zu kaufen, denn die waren alle ausverkauft jetzt. Deswegen, das war mir irgendwie auch fast klar. Deswegen, alles richtig gemacht, kann ich an dieser Stelle nur sagen. Jetzt will ich hier nicht weiter labern. Jetzt werde ich mich erstmal frisch machen, unter die Dusche schmeißen und ein paar frische Sachen anziehen. Bis gleich. So, ihr Lieben, duschen war ich. Ah, mir tun schon ordentlich die Beine weh. Ich bin jetzt eben auch schon fast hier eingeknackt im Bett, weil ich gerade so ein bisschen auf Fernsehen geguckt habe. Deswegen wird hier jetzt wahrscheinlich heute Abend nicht mehr allzu viel passieren. Aber wir haben den Morgen Vormittag so bis Mittag noch Zeit. Und mein Plan ist es, ja, vielleicht mal nochmal nach Stuttgart reinzufahren und mir da die ein oder andere Sehenswürdigkeit anzuschauen. Das werde ich aber morgen beim Frühstück ja vielleicht irgendwie mit euch planen, beziehungsweise dann erkläre ich euch, wo wir hinfahren. Werde jetzt keine konkrete Wanderung noch machen, da habe ich im Moment ja, genug von. Auch wenn ich weiß, was es morgen früh wieder anders aussehen wird, wenn sich die Muskulatur so ein bisschen regeneriert hat. Das weiß ich auch. Aber so eine Wanderung über 10 Kilometer, die setzt mich halt auch so ein Stück weit wieder unter Druck, weil ich halt ja nicht erst wieder im Reiseverkehr, sag ich mal, nach Hause fahren will, weil es doch 4 Stunden Autofahrt sind. Und von daher würde ich sagen, ich melde mich morgen früh dann wieder, entweder zum Frühstück oder zum Aufstehen, wie auch immer. Das lasse ich jetzt einfach mal offen und hau mich jetzt hier in die Kiste, schlafe eine Runde und dann sehen wir uns morgen früh wieder. Gute Nacht. Schönen guten Morgen am Sonntagmorgen. Die Sonne ist schon aufgegangen. Frühstücken war ich auch schon, habe mir schon angezogen und so weiter. Ich habe üble Muskelkater, kann ich euch sagen. Überall die kompletten Beine, ich merke das richtig. Deswegen wird es wahrscheinlich heute auf keine Wanderung mehr hinauslaufen, sondern ich werde mir vielleicht, weiß ich nicht, das ein oder andere Interessante angucken. Ich habe jetzt eben während dem Frühstück mal geschaut, was man sich so angucken kann. Klar gibt es so markante Gebäude, aber du fährst halt dahin, bist in 5 Minuten und fertig. Ne? Ich habe mich tatsächlich final noch nicht entschieden, was ich mache. Aber ich muss sowieso erstmal hier ein bisschen zusammenräumen, zusammenpacken. Da habe ich wohl noch ein bisschen Zeit zu überlegen. Und ja, bis zur Abfahrt, sage ich mal, habe ich mich dann auch entschieden, was wir machen oder was ich mache. Und ja, so machen wir das jetzt. Meine Stimme ist ein bisschen heiser. Wahrscheinlich von dem ganzen Gequassel gestern. Aber ich habe das auch immer noch so im Marsch. Dass ich da so ein bisschen heisere Stimme habe. Komplett verrückt. Frühstück war sehr gut, weil ich halt auch Zeit hatte. Habe ich mir schon ein paar Brötchen reingepfiffen mit Erdbeermarmelade und noch einen Himbeerjoghurt und Orangensaft und ach, was weiß ich nicht alles. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich packe jetzt hier die 7 Sachen zusammen. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns im Auto wieder. Herzlich willkommen zurück im Auto. Ausgecheckt bin ich. Normalerweise hätte ich jetzt, glaube ich, 30 Euro bezahlen müssen für die Parkgeschichte hier. Für 2 Tage, wobei es waren nur 2 Nächte, 1,5 Tage. Aber wie das halt so klassisch an der Rezeption ist, dann wird gefragt, so wie läuft's, wie war's und so weiter. Und es war sehr warm in dem Hotelzimmer. Und das hat die Dame freundlicherweise zum Anlass genommen,
mir mit den Parkkosten ein wenig entgegenzukommen. Somit habe ich im Prinzip einmal nur eine Tagespauschale von 15 Euro jetzt bezahlt. Da fehlt es ja noch mehr, ne? Also mega auf jeden Fall. Und ich werde jetzt nochmal Richtung Fernsehturm fahren, da wo die Stuttgarter Kickers ihr Stadion haben. Einfach mit dem Gedanken, da könnte vielleicht nochmal eine gute Aussicht sein oder irgendwie sowas in der Art. Das wird so jetzt der grobe Plan sein und alles Weitere wird sich dann ergeben. Wir haben jetzt 9.04 Uhr und ja, so würde ich mich jetzt auf den Weg dahin machen und mich gleich nochmal bei euch melden. Herzlich willkommen auf dem SWR Fernsehturm auf 150 Metern. Richtig krass. Und da unten wirft der Turm entsprechend seinen Schatten da. Wahnsinn, der Ausblick ist absolut granatenmäßig. Richtig cool. Jetzt geht's Richtung Solingen, 402 Kilometer auf der A8, erstmal Richtung Karlsruhe und ich lasse die Karre ablaufen, richtig geile Nummer. 15.39 Uhr soll ich da sein, also auf geht's. Schöne Grüße aus Itzstein vor McDonald's. Hier habe ich gerade eine kleine Mittagspause eingelegt. War auch dringend nötig. Jetzt habe ich noch 179 Kilometer in etwa. Zweieinhalb Stunden vielleicht maximal. 16.22 Uhr soll ich da sein. Ja, das ist der Stand der Dinge aktuell. Jetzt müssen wir erstmal schauen, wo wir hier wieder rauskommen. Weil das war nämlich eine ganz kuriose Nummer, hier reinzufahren. Für eine Tankstelle, aber ich hätte auch irgendwie anders fahren können. Also ich weiß auch nicht, das ist ganz komisch, die Nummer hier. Aber da vorne ist die Auffahrt auf die Autobahn hier. Wahrscheinlich fahre ich hier, ja. Ach Junge, ich fahre hier eiskalt in den Gegenverkehr rein, ey. Darfst du doch keinem erzählen, ey. So, jetzt fahr aber auch. So, jetzt sind wir auf dem richtigen Track hier. Und wie gesagt, 178 Kilometer noch. Eine Stunde 58. Ja, so geht's erstmal heiter. Weiter. Gerade noch ein kleines Mittagessen gehabt bei McDonald's in Itzstein. Jetzt geht es weiter auf die A3 Richtung Köln. 176 Kilometer verbleiben noch. 16.23 Uhr soll ich da sein. Somit etwa 1 Stunde 56 Minuten. Und mal schauen, ob das alles hinhaut. Denn gerade da rund um Leverkusen ist halt auch ja, eine riesen Baustelle. Aber bis dahin sind es ja auch noch ein paar Kilometer. Von daher, ich komme hier bisher ganz gut durch. Ja, wir sind ja auch in Heidelberg vorbei, Dossenheim vorbei, Mammutmarsch Heidelberg, schöne Grüße. Blende ich euch, beziehungsweise schaut euch gerne mal das Mammutmarsch Heidelberg Video an. Das könnt ihr euch unter dem entsprechenden Link hier angucken. Ich war jetzt gerade ein bisschen irritiert, weil auf einmal so eine Blitzerkiste stand. Aber ich glaube nicht, bin komplett richtig, ja. Ja, Mammutmarsch, ja, das war im Prinzip ja mein persönlicher Saisonabschluss sozusagen bei Mammutmarsch Stuttgart jetzt. Schon ein bisschen traurig, aber das nächste Jahr kommt bestimmt.
Und mal schauen. Also ich habe noch nichts fix, aber ich habe natürlich schon so einige Ideen, was ich gerne machen möchte, wo ich gerne laufen möchte. Aber ob das alles zeitlich immer passt und so weiter, das wird sich dann zeigen. Ja, als ich in Stuttgart losgefahren bin, hat noch schön die Sonne geschienen und so weiter. Aber ja, umso näher wir hier Richtung Solingen kommen, umso düsterer wird es quasi. Ich habe eben schon eine Meldung aus Solingen bekommen, dass es da in Strömen regnen soll, wo ich losgefahren bin. Da war noch strahlend blauer Himmel. Aber naja, sind ja auch 400 Kilometer etwa dazwischen. Von daher, manchmal klappt es halt mit dem Wetter und manchmal halt eben nicht. Ne? Hier ist wieder Baustelle 80 und ich werde jetzt hier noch weiter meine Kilometer abreißen. Kilometer noch bis nach Solingen, bin ich immer noch auf der A3 unterwegs, kurz hinter dem Kreuz Bonn-Siegburg. Ja, und ich hatte es ja vorausgesagt, Stau so hinter Köln, Leverkusen, da die Ecke. Ist aber auch alles vollkommen in Ordnung. Ich meine, wie gesagt, das sind ja auch teilweise riesige Baustellen. Von daher möchte ich da mich nicht beschweren. Bis jetzt geht es eigentlich noch ganz gut. Und ich glaube auch, dass hier auf der Strecke nicht mehr allzu viel Interessantes passieren wird. Deswegen möchte ich mich jetzt hier an dieser Stelle von euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. Schreibt gerne was Nettes in die Kommentare. Vielleicht habt ihr ja mal einen Tipp, welchen Mammutmarsch ich mal ausprobieren soll, wo ich noch gar nicht gewesen bin. Also was mich persönlich reizt, ist Kopenhagen zum Beispiel oder auch Wien. Aber das ist teilweise auch so eine ewig lange Anreise. Ne? Also normalerweise würde ich für in Anführungsstrichen nur 60 Kilometer, auch nicht 400 Kilometer mit dem Auto fahren. Mal davon abgesehen, kostet das natürlich auch, ne? Das ist also auch nicht für Oma die ganze Geschichte. Aber für mich ist das eine schöne Abwechslung, ein schönes, angenehmes Wochenende. Und ja, wie gesagt, wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Falls ihr es noch nicht getan haben solltet, dürft ihr selbstverständlich gerne den Kanal abonnieren. Mit diesen Worten bin ich raus. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Jörg. Ciao.